Willkommen zurück. Ah, die Mission beendet. Ach ja, stimmt. Macht Sinn. Hab ja Aufnahmen ausgemacht und wieder angemacht. Also ich hätte hier wesentlich mehr Päckchen vermutet bisher. Das hat ein Flugzeug abgehoben. Schade, dass man mit all dem Kram nicht fliegen kann. Was ist das hier eigentlich? Oh oh. Oh ne, da kann ich sogar lang fahren. Eine Anlegestelle. Und da kommt das Flugzeug wieder. Keine Päckchen. Ich aber doch noch, noch mal zu der anderen Bahn fahren, weil das ja auch noch mal darunter ging. Ich glaube, das ist immer der gleiche Flieger, oder? Der kreist einmal, landet, fährt einmal rum. Noch eins. Okay, hier ist scheinbar keins mehr. Bestimmt auf diesen Plätzen, wo die Hubschrauber sind. Ich glaube, das war bei Sid und mich auch so. Insgesamt habe ich eh das Gefühl, man findet die Päckchen hier einfacher als in West City. Ach, vielleicht täuscht das auch. Wozu soll das eigentlich gut sein hier unten? Und Nummer 70. AK-47 wurde im Versteck angeliefert. Naja, das dürfte dieser
Waffe mit dem Lidern, mit der Lidern Umrandung sein. Nach 30 Päckchen, ich frage mich, was da jetzt noch kommen kann. Die M16 fehlt uns noch. Der Raketenwerfer könnte noch kommen. Und das Präzisionsgewehr. Ja gut, der Flammenwerfer fehlt uns auch noch. Das heißt, wir kriegen gar nicht alle Waffen. Scheiße. Das ärgert mich ein bisschen. Ob der Polizeihelikopter hier startet? Wenn wir schon mal hier sind. Wie hebe ich damit ab? Oh. Schnell genug sollte ich sein. So, keine Ahnung, wie man damit fliegen soll. Aber das geht eigentlich gut zu fahren. Vielleicht sollten wir einfach mal das Ding rüberbringen. Oh, hoffentlich geht das gut. Jo. Ach du Gott. Ich bin auf jeden Fall gespannt, falls wir es schaffen, was für einen Bonus wir dann bekommen. Ah ne, ich sollte den Tunnel benutzen. Oh oh. Nein! Oh, Schweinejagd. Ich kann auch nicht wirklich zwischen den einzelnen Kameras jetzt wechseln. Langsam müssten wir doch mal da ankommen, ja, ich glaube, jetzt sehen wir gleich Licht. Wow. Oh nein, oh. Ein Glück. Ich glaube, andere Karren werden schon längst umgefallen. Wow! Ich bin 3 Sekunden geflogen. Wäre mir eigentlich lieber, wenn ich gar nicht fliege. Momentan.
Natürlich will ich das noch ausprobieren, ordentlich. Anscheinend brauchen wir also irgendwie eine Rampe. Und ich glaube, ich müsste auch irgendwie auch das Nummernpad verwenden, um die Kiste hochziehen zu können. Falls das geht. Oh oh. Na. Krass. Gleich haben wir es geschafft. Puh, ich bin ein wenig aufgeregt, was jetzt wohl kommen mag. Ach, jetzt können wir uns eine Karre hier auswählen, oder was? Und wir haben einen Haufen Kohle bekommen, so wie es aussieht. Pony, Rumpo, Bus, Dodo. Was nehmen wir denn? Patriot. Geh nach draußen und warte auf den Fahrzeug. Cool. Das sind zwar eigentlich nutzlose Karren, aber cool. Das habe ich definitiv noch nie geschafft gehabt. So, wie fahren wir denn? Eigentlich könnten wir noch zum Abschluss unseren neuen Unterschlupf angucken. Denn ich würde dann auch gern wieder die Aufnahme beenden. Das liegt doch in Ruhe. Die haben ja alle verschiedene Farben, die Telefone hier. Es ist blau, Stanton, keine Ahnung, was grün. Und im Vale Schwarzzeit, keine Ahnung. Ist es rot. Was fährt er denn da zurecht? Welche Ausfahrt nehmen wir denn? Die beim Flughafen? Ich glaube, das ist besser. So, wie kommen wir zu unserem Unterschlupf? Nee, nochmal überspringen will ich gerade nicht. Aber
aber scheinbar wäre es richtig gewesen. Wie komme ich denn da hin? Ist noch so viel zum Erkunden, verdammt. Eigentlich habe ich da jetzt voll Lust drauf. Ne, das war noch nicht die Brücke. Vielleicht die nächste Abzweigung. Oh ne, die dicke Straße vermutlich hier. Ein Päckchen, verdammt. So halb gucke ich ja doch immer noch. Wieso muss ich immer gucken? Sieht aber nicht so aus, als ob da was wäre. Und irgendwo hier ist unsere Bude. Hier, oh. Gut, dann können wir hier wieder ein Folgenpäuschen einlegen, Spitze, oder ein Aufnahmepäuschen sogar, Spitze. Bedanke mich. Bis dann.